Warum steht XRP im Preis überall anders, geht's nach oben? Das war eigentlich immer so. Beim 2013er Bullrun war XRP, ich glaube, wenn nicht der letzte Coin, der durch die Decke gegangen ist und alles im Schatten stehen lassen hat. Achtet nicht so auf die Preise, wie sie gerade sind. Am Ende des Bullruns wird alles hochgehen. Sei es die Meme-Coins, die ich immer so schlecht rede, wo, hey, da werden viele Millionäre mit diesen Dogecoins und mit diesen Shiba Inus und Safe Moons. Da haben jetzt einige auch gesagt, oh, du redest das immer schlecht. Leute, ich mag es einfach nicht. Ich will in sowas nicht rein investieren. Da ist es mir egal, wie viel Geld man verdienen kann. Ich will abends einfach gut schlafen können. Und das kann ich nicht, wenn ich in diese Coins rein investiere. Wenn ihr das könnt, dann macht es. Kein Problem. Ich habe ja nichts dagegen, mein Gott. Aber ich möchte einfach abends gut schlafen können und wissen können, hey, auch in 10 Jahren wird dieses Projekt wahrscheinlich bestehen und wahrscheinlich gut nach oben gehen. Ich kann auch lange im Minus halten. Das ist die Philosophie, die ich verfolge. Was denkst du, wie lange der Kindergarten mit der SEC noch geht? Also viele, ich habe irgendeine Anwaltsmeinung gehört gehabt, dass die jetzt einen neuen Sündenbock gesucht haben mit diesem BitConnect. Und damit die jetzt nicht allzu schlecht dastehen nach außen hin, werden die wahrscheinlich mit XRP ein Settlement finden. Ich weiß nicht mehr, welcher Anwalt das war. Das war nicht Jeremy Hogan, sondern ein anderer. Der hat behauptet gehabt, dass sie wahrscheinlich Ende nächsten Monats das machen werden. Bis dahin wollen sie mit dieser BitConnect-Sache komplett losgehen, damit sie einen neuen Sündenbock haben und nicht als reiner, in Anführungsstrichen, Verlierer dastehen gegen Ripple. Wahrscheinlich kriegt Ripple eine kleine Strafe. Die sagen dann, ja, okay, zahlen wir und das Ding ist gegessen und gut ist. Hey Caro, was denkst du, wann XRP die 1,20 Euro, also 1,20 Dollar, 1,50 Euro erreichen wird? Bei XRP, finde ich, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich glaube nicht, dass er wie Bitcoin langsam hochgehen wird, sondern ich glaube, das Ding wird einen Rocket Move machen. Ich glaube nicht, dass er sich schleichend hochbewegen wird, mal ein bisschen hoch, runter, mal hoch. Und klar wird es so aussehen, aber im direkten Vergleich zu Bitcoin wird er wesentlich steiler nach oben gehen. Wann das passieren wird, das kann dir niemand sagen. Kann ich dir auch nicht sagen. Ob das so kommen wird, wie ich es gerne haben würde, weiß ich auch nicht, Leute. Ich bin davon überzeugt, aufgrund der Analysen, die ich mache. Rastani heißt der. Das ist ein Iraner, der in England lebt. Der hat ein richtig interessantes Video gemacht, das letzte, was er gemacht hat. Und es ging darum, Confirmation Bias. Es geht darum, dass Leute, wenn die jetzt gerne wollen, dass der Bullrun weitergeht, dass sie sich gerne. Das ist so ein psychologisches Ding in unserem Kopf, dass wir uns gerne Videos anhören, wo das bestätigt wird. Das heißt, wenn ich euch jetzt permanent erzählen würde, das Ding ist durch, ist vorbei, dann würde der Großteil die Videos nicht mehr schauen, weil es nicht das bestätigt, was sie gerne bestätigt haben wollen. Das heißt, ihre Wünsche werden nicht erfüllt. Denen würde das dann komplett egal sein, wie gut ich das begründen kann. Die würden dann lieber auf irgendwelche anderen Seiten gehen oder YouTube-Channels, wo sie das bekommen, wonach sie sich sehen, wonach sie Hoffnung haben. Und das ist ein Riesenproblem, das darf euch auch nicht passieren. Hauptsächlich, ich würde sagen, zu 80% richte ich mich danach, wie ich das sehe, wie Analysen ich mache. 20% richte ich danach nach Analysten, die ich schätze und die ich respektiere halt. Darum, auch wenn ich hier sage, hey, der Bullrun ist noch nicht vorbei, ich kann sowas von falsch liegen, Leute. Es ist meine Überzeugung, es sind die Sachen, auf die ich achte, auf die ich hohen Wert lege. Darum, ihr müsst entscheiden, ob das für euch genauso wichtig ist halt, ne? Ist immer sehr, sehr gefährlich, sowas. Ihr dürft das nicht nur von mir abhängig machen.